Okay, random Festplatten-Dinger. Sweet 16! Fängt gut an! Vergiss nicht, dass du ein Endhanger. Deine Sätze sind fast so gut wie von den kleinen Teufelchen, das mich die ganze Zeit da mit Sprüchen zuwirft. Toll, wie das Ding direkt in die Stachel reinfällt, ne? Ja. Hey, niemand hat gesagt, dass ich gute Tipps gebe. Hat auch niemand behauptet, oder? Dass das gute Tipps sind. Perfekt. So, gibt's jetzt Lore? Was passiert? Ich wurde teleportiert oder so und jetzt sieht alles anders aus. Hallo? Okay, das ist wirklich mal ein cooler Hut. True! Ganz im Ernst, wow! Weißt du vielleicht, was passiert ist? Tut mir leid, ich komme nicht über den Hut weg. Wow! Brauchst du was? Er ignoriert die Frage einfach. Da kann ich eh nichts upgraden, ne? Nee. 500, 1000, 400. Willkommen in den Wolkenruinen, den Überresten einer Zivilisation von Riesen, die in den Wolken lebten. Oh, das ist wunderschön, aber die Gebilde kommen mir bedenklich vor. Ja, kein guter Ort, wenn man Höhenangst hat. Wie weit oben bin ich? Meiner Gunst meinst du? Was? Nein, geografisch. Nun, du hast den Turm der Zeit auf dem Gipfel des Berges betreten und ihn dann an der Spitze verlassen. Ich würde also sagen, du bist ziemlich weit oben. Genießt die Aussicht. Okay. Gut. Neuer Look. Warum sieht alles anders aus? Ich hatte mich schon gefragt, wie du mit den Folgen der Zeitsprünge umgehen wirst. Unwissenheit ist wirklich tatsächlich ein Segen. Wie mein? Im Moment im Turm der Zeit? Ja? Ich hab dich in die Zukunft geschickt! Cool. Ja, genau. Cool. Kennst du Geschichten? Klar, hier ist eine Geschichte. War einmal ein kleiner, am Hunger leidender Junge, der in keiner Gelegenheit ausließ, den Bewohnern seines Dorfes zu helfen. Erst nachdem er einen alten Mann beim Tragen eines schweren Weizenbündels geholfen hatte, wurde ihm ein Laib Brot angeboten. Ist nur, mein Junge, du hast dir es verdient, sagte der Mann. Wenn du aber noch mehr helfen möchtest, im Wald verstecken sich zwei Gnome, die sogar noch hungriger sind als du. Der Junge war mitfühlend, er hatte sofort entschieden. Nach einer kurzen Wanderung fand er die Gnome und teilte das Brot für beide auf, ohne auch nur ein Bissen für sich aufzuheben. Vielen Dank, lieber kleiner Junge, sprachen die Gnome schreiend. Es scheint, du hast unseren Fluch aufgehoben. So war es in der Tat. Ein Geist hatte die beiden Gnome als Strafe für ihre Gier mit einem recht lästigen Fluch belegt. Sie wurden in den Wald verbannt und trugen eine kleine magische Mühle bei sich, mit der man alles herstellen konnte, was man wünschte. Doch die Magie der kleinen Mühle würde erst aktiviert werden, wenn die Gnomen einen Akt der Selbstlosigkeit von einem fremden Essen erhielten. Hunger leiden zu müssen, während man ein Relikt bei sich trägt, das Überfluss verspricht, ist in der Tat ein grausames Schicksal. Du kannst dir vorstellen, wie überrascht der kleine Junge war, als man ihm den magischen Gegenstand gab.
Sprich den Namen von etwas, was du begehrst, und dreh die Kurbel dabei nach rechts, damit die kleine Mühle das gewünschte unter Unterlass erschaffen, erklärten die Gnome. Dreh die Kurbel nach links, dann hört sie auf. Nachdem der Junge einen riesigen Haufen Essen für die beiden Gnome erschaffen hatte, kehrte er zurück ins Dorf, um den Leuten mit seinen neuen Kräften zu helfen. Während er immer beliebter wurde, wurde seine große Schwester jedoch immer eifersüchtiger. Eines Nachts ertrug er es jetzt nicht mehr, die kleine Mühle vom Nachttisch ihres Bruders zusammen mit zwei Pasteten, die vom Festmahl an jedem Nachmittag übrig geblieben waren. Um die ganze Krone aufzusetzen, nahm sie das Fischerboot der Familie, mit dem sie in neuen Ufern aufbrach, in der Hoffnung, dass nun endlich ihr die Rolle der beliebten Versorgerin zufiele. Als sie auf See war, entschloss sie sich, eine der Pasteten zu probieren, doch der Speise fehlte es an etwas. Es war eine Zeit, der kleinen magischen Mühle auszuprobieren, dachte sie sich. Gib mir Salz, sagte sie und drehte die Kurbel nach rechts. Und sie bekam Salz, Unmengen Salz. Die große Schwester hatte allerdings nie aufgepasst, wie sich die Mühle stoppen ließ. Halt ein, kleine Mühle, rief sie zunächst genervt, dann besorgt und schließlich in heller Panik. Bald lief das Salz über den Rand des Bootes hinaus und versenkte es unter sein Gewicht. Man sagt, die versunkene kleine Mühle funktioniert noch heute, sei der Grund dafür, warum Meerwasser salzig ist. Ende. Interessant. Hörte sich für mich aber irgendwie nach einer Geschichte zu Kinder an, die Dinge über die Welt erklärt, deren eigentlichen Grund wir kennen. Schwieriges Problem, Publikum, was? Warum erzählst du mir nicht eine Geschichte und ich beurteile sie? Du suchst also nach weiteren Erkenntnissen. Wie wär's damit? In Anlehnung an die Art und Weise, in der die große Schwester ihrem Bruder den Erfolg jemandem gönnte, entstand die Redewendung, jemandem das Salz in die Suppe nicht gönnen. Schreibt doch was, in Anlehnung an die mangelhafte Bedienung der kleinen Mühle durch die Schwester, die unter den Untergang führte, sagt man, dass es den Menschen, die es einfach nicht drauf haben, Salz und Schmalz fehlt. Hä? Das macht Spaß. So soll es gehen. Ich werde mir weitere Erkenntnisse zum Thema Salz ausdenken. Wow. Ist auf jeden Fall, Ist auf jeden Fall eine lange Geschichte gewesen. Sagen wir mal so. Mann, die 16-Bit-Versionen von den Stages sind einfach richtiger Jam. Ich finde, alle Lieder in diesem Spiel sind bis jetzt richtiger Jam. So. Oh. Ein richtiger Ninja ignoriert den Schmerz. War das gerade ein Geist? Das war ein Geist. Oder eine Luftnymphe oder sowas. Okay, schweben war jetzt nicht so geil. Okay, das war auch nicht so geil. Angenehm. Sehr angenehm. Ich hasse die Luftgeister. Sehr schön.
perfekt. Ich habe das Gefühl, wir werden Sea of Stars etwas später anfangen. Da geht wahrscheinlich nicht ran, nein. Wie zum Teufel? Ich muss mich entscheiden, ob ich es offline aufnehme oder streame, weil die Arbeit werde ich jetzt wohl Level Galera weitermachen, damit es fertig wird. Spielst du einfach online? Kann ich immer zugucken. Bin tot. Sah so aus, als ob man das kann. Wie zum Teufel komme ich hier hoch? Weil man hat jetzt nicht wirklich die Zeit irgendwie, finde ich. Ohne getroffen zu werden. Mischung aus Walljumps und Antag, das habe ich gerade probiert tatsächlich. Das Ärgerlichste an dieser Stelle mit den Walljumps ist, finde ich gerade, dass ich hier diese kleine Ecke die ganze Zeit nochmal gehen muss dafür. Ja, dann auch noch so viele davon. Alter. Wenn es jetzt so nur 2, 3 wären, aber es sind ja irgendwie 4, 5 oder sowas. Was soll denn das? Nee, das geht echt nicht da oben, ne? Please, Spiel. Lass mich skippen irgendwie. Nee, fair nicht.
Alter! Was ist denn das? Alter! Alles klar, Logo, du machst den 16-Bit-Part von dem Review und ich mach den 8-Bit-Part. Abgemacht. Du hast das Spiel jetzt schon durchgespielt. Ich habe das Gefühl, dass ich das Spiel nicht mehr allzu lange spielen werde. Das alles eingesammelt, das könnte ich tatsächlich machen. Ich meine, es könnte auf jeden Fall etwas dauern, bis ich hier fertig werde. Spaß. Wahrscheinlich kommt es auch noch darauf an, dass ich wegen meinem scheiß alten Monitor, der hier die Sachen weniger flüssig zeigt. Das nützt aber auch nichts. Ja. Du weißt, ich bin einfach nur schlecht in so einem Spiel, aber. Weil das erfordert Reaktionen, die habe ich halt schon seit Jahren nicht mehr. Ja, an für sich. Klasse. Super Spiel. Alles, ne? Und so eine Wende wie die hier, wo ich gerade nicht weiterkomme, sind halt so whatever, ne? Muss man halt versuchen, bis es geht halt, ne? Aber... Wieso? Ach so, weil ich die falsche Taste drücke. Ja, definitiv. Der Anstieg ist wirklich sehr hoch. Wie würdest du die Schwierigkeit im Vergleich zu anderen Metroidvanias, die du gespielt hast, sagen? Oder anderen Plattformern? Also beides quasi. Ist Messenger schwieriger bzw. einfacher als andere Spiele in der ähnlichen Art?
Wieso will er nicht nach links machen, wenn ich da oben bin? Der 8-Bit-Power-Level von Momodora, die anderen und andere Indie-Metrovanias, der 16 ist schon Hollow Knight. Ich weiß, warum ich Hollow Knight nicht spielen möchte. Weil Hollow Knight so als Dark Souls in Sidescroller 2D dargestellt wird. Bin ich halt gar kein Fan von. Ja, ich bin mit meinem Kopf ein Stück zu weit oben. Danke, Spiel. Geht doch! Spiel, gib mir bitte ein Save. Spiel, gib mir immer noch kein Save. Fürs Batman. Soll ich von oben runterspringen wahrscheinlich, ne? Danke, Spiel. Cooler Hut. Gefällt er dir? Wow, jetzt hat er auch so einen Hut, weil ihm der Hut so gefallen hat. Ist das Ding auch ein? Was? Ja, du kriegst den gleichen Hut. Nein, ich hatte ihn zuerst. Ach, das ist also, was wir alle reden wirst. Na schön. Ich hatte ihn zuerst und du warst total fasziniert. Klar, so war das, sicher. Stimmt aber. Du kannst deinen Kopf so lange in den Sand stecken, wie du willst, und dein Ego zu schützen. Das funktioniert bei mir nicht bei der Person, die anwesend war, als das alles geschehen ist. Brauchst du was? Aber ja, der 16. Part ist ansprechend. Hier zieht das Spiel ordentlich an Schwierigkeit angeht. Skill-Kombination und Bosskämpfe sind anstrengend. Ja, ich werde heute halt ein bisschen spielen, aber ich weiß nicht, ob ich es dann so viel weiterspielen werde. Weil eigentlich spiele ich es ja nur, weil ich Sea of Stars irgendwie damit connected ist und das ist eigentlich der einzige Grund. So, die Wolken sind im Vordergrund. Sunny Dragon! Wie war das denn mal mit dem Schwierigkeitsanstieg? Man läuft rum, Sunny Dragon! Spiel! Ich hasse dich inzwischen! Imagine Dragons. War es nicht Band? Eine Band? Ja, die macht er jedes Mal, wenn ein Boss ist. Alter.
Alter, ich komme da gar nicht in die Richtung. Bin viel zu weit weg von den scheiß Lampen. Ja, Festplatte hilft auch nicht. Dann die Flabby Bird, ey. Okay. Wo ist der Hut? Wo ist der Hut? Unkommentiert hat er keinen Hut mehr. Das sieht auch schon wieder nach Spaß aus hier. Jupp, definitiv Spaß. Perfekt. Ja, perfekt. Nee, nicht wir wurden des Hutes beraubt, der Ladenbesitzer hat halt keinen Hut mehr. Er hat gerade noch groß gesagt, wie er schon die ganze Zeit den Hut hatte. Auch wenn ihn keiner geglaubt hat. Aber jetzt hat er ihn nicht mehr gehabt. Ja, die kam genau aus dem falschen Winkel, dass ich sie nicht getroffen habe. Ja, wie hoch geht denn das Ding? Ist klar, Spiel. Ah ja. Ich hab direkt den Enterhaken benutzt, aber irgendwie war ich da schon zu spät. Ist klar, Spiel. Ich mag dich auch nicht. Ja, der letzte hat die Flasche gehabt. Auch gut. So ein kleiner Rand, wo man nicht runter kann. Wo stand ich? Natürlich genau da. Und was will die jetzt von mir? Los. Kein einziger Trank, danke Spiel. Mag ich auch nicht. Natürlich kommt der Trank bei Stacheln, super. Der Salzgehalt steigt, aber verständlich. Ah! Ich habe zu viel auf Shit geachtet.
Nee, das war halt so gerade auch schon irgendwo so dumm, ne? Hier, sowas halt, ne? Man kann schon 90% der Fläche nutzen, was mache ich? Die letzten 10% sind besser, finde ich so, weißt du? Alter, ich zieh schon. Ja, das Wandkleben ist definitiv ein Kritikpunkt an für sich. Wandkleben ja, aber es kommt auch ein bisschen auf das Level Layout, finde ich, an. Weil, wenn du halt dadurch öfter stirbst, weil du einfach nur an der falschen Stelle halt irgendwo random ranklebst, ne? Genau, ich fahr einfach mit hoch. Warum nicht gleich so? Was? Ja, renn rein. Der Boss wird dir nicht gefallen. Ganz ehrlich, ich sehe, dass das Spiel ein gutes Spiel ist. Rennen bin ich übrigens auch nicht schneller dort als ohne Rennen scheinbar. Also Rope und Rennen scheinen sich nicht viel zu nehmen an der Stelle. Ich sehe, es ist ein gutes Spiel. Es hat guten Soundtrack. Die Steuerung ist gut. Wie gesagt, man hat halt so Kleinigkeiten wie Wandkleben. Aber Wandkleben an für sich ist ja jetzt auch was eigentlich gut ist normalerweise. Du hast das Design vom Level sind super, die Skills sind super. Alles super. Ist einfach nur nicht mein Spiel. Ich hab als Kind habe ich auch schon nicht so viele. Wie soll ich da rüberkommen? Auch schon als Spiel halt nicht so viel. Muss euch das springen, damit du geschleudert wirst. Auch schon als Kind nicht so viel Sidescroller gespielt. Ich habe ein bisschen Mario gespielt bei den Nachbarn damals, aber. Vielleicht auch ein bisschen Sonic bei den anderen. Aber so großartig Jump'n'Run habe ich nie gespielt. Ich war immer Adventure-RPG-Guy. Und wenn ich mal nicht Adventures und RPGs gespielt habe, habe ich Shooter, Strategiespiele, Point-and-Click-Adventures gespielt. So was wie das hier hatte ich als ich noch Reaktionen hatte und nicht von Schichten zerstört war. Hatte ich schon nicht so viel gespielt, weißt du? Das macht mich jetzt halt natürlich auch nicht besser. Und natürlich, man muss nur dran sitzen und irgendwann kommt man schon durch und so. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Perfekt. Genau in die Stacheln sprengen. So muss das sein.
Wenn der Sinn kacke in Shooter, dann sagst du, dafür bist du ein RPGs nicht gut, weil ich es anzweifle. Ich überlevel mich einfach nur. Ja, an für sich. Man hat halt mit den gewissen Sachen mehr Erfahrung. Ist zum Beispiel, normalerweise bin ich halt auch einer, der halt so ein bisschen die Challenge halt, wenn mal was schwierig ist und man sieht, okay, man muss nur ein bisschen dranbleiben, dann klappt das irgendwie, ne? Da bin ich halt auch so einer, der dafür ist. Ich habe mich gerade wieder zurückgezogen, das war natürlich dumm. Nur als Beispiel, ich habe ein bisschen Koop mit einem Kumpel Division 1 damals gezockt. Der ist halt an jeder. Es gibt ja an diesen Ecken immer diese ganzen Mob-Gruppen, wo du ein bisschen taktischer vorgehen musst, damit du da vorbeikommst, ne? Und das waren halt einfach nur scheiß Mobs gewesen, weißt du? Ich hab ihn wieder zurückgezogen. Das waren einfach nur scheiß Mobs gewesen und wenn man ein bisschen aufpasst, kommt man schon durch so, ne? Das war so mein Ding. Er total am Verzweifeln, total frustriert von diesen scheiß Mobs und hatte dann keinen Bock mehr zu spielen, so, weißt du? Und dann denkst du so, okay. Dann spielen wir halt kein Division mehr. So, weißt du? Das war so dieser komplette Gegensatz. Ja. Hat nicht ganz so geklappt. Aber das Spiel ist gnädig gewesen. Yay, Savepunkt. Deswegen, an für sich habe ich nichts gegen eine Challenge, aber manchmal muss es halt auch nicht sein, weißt du? Ich muss mich an die Wand ziehen, um diesen Scheiß da unten zu treffen? Was soll denn der Mist? Ich fand die Raids belastend. Du, ich bin gar nicht so weit gekommen. Wir haben ein bisschen gezockt. Open World, haben Kram gesammelt. Ich glaube, ich habe ein, zwei Dungeon, also zwei Instanzen da, oder wie auch immer die da heißen, gemacht. Und das war's im Grunde genommen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Die richtige zu spät gedrückt. Zu spät, zu früh. Ich muss langsam die Geister benutzen. Wenn ich das schon wieder höre, weißt du, habe ich jetzt schon keine Lust mehr drauf. Du meinst so? Jetzt fange ich schon wieder an, scheiße zu werden. Sie schlagen, dich an den Rand ziehen und Co. Ja, sie haben es nicht anders verdient, Logo. Aber bevor ich es gelesen habe, habe ich es ja schon verstanden gehabt, was du wolltest. Thank you.
Das Schlimme ist, das ist so, wenn du einen Fehler machst in diesem Spiel, bist du direkt unten durch beim Spiel. Siehst du? Entspannt, habe ich geschrieben in meinem Titel, entspannt. Jeder, der Messenger wahrscheinlich gespielt hat, wird lachen. Sind immer diese einzelnen Stellen, wo ich dann die ganze Zeit sitze dran. Genau, man kann auch einfach vorher schon fallen. Okay. Perfekt. Logo, ganz ehrlich, mir macht das Spiel keinen Spaß mehr. An für sich, ich möchte eigentlich nicht aufhören, aber es sind immer so diese einzelnen Stellen. Wo ich dann ewig dran sitze und irgendwie so. Ich sehe gerade, Bitrate hat auch gerade keine Lust mehr. Bitrate ist gerade so durch den Wind. Ich glaube. Hört schon beim ersten Wort auf eigentlich, Doro. Mir war zwar klar, dass ich Schluchten falle, aber die Entspannung ist gerade schon irgendwie weg.
Nee, meinst du aber auch gerade Bitrate runter, Logo. Sowas halt, du machst einen Fehler und dann sitzt du da und bist eigentlich tot. Weißt du, das ist sowas, mich ein bisschen stört. Dieses Spiel vergibt keine Fehler. Nee, ich glaub das. Nee. Ich hab keine Lust mehr. Nee. Es ist ja auch noch, dass du sagst ja auch noch zusätzlich, der nächste Boss wird scheiße, die, und es ist einfach im Gegensatz zu den nächsten Stages. Und ich denke mir halt so, ich sitze hier in der einfachen 16-Bit-Stage. Und das so war's. Nee, an für sich das ist nicht schuld vom Spiel an für sich, ne? Es ist nicht es ist ein gutes Spiel, aber ich bin halt einfach. Ich würde hier jetzt nur stundenlang an dieser Stelle oder an ähnlichen Stellen sitzen und mir einen abkrepeln. Wie viel vom Spiel habe ich denn jetzt nicht gespielt? Oder werde ich jetzt nicht spielen? Sind doch 3-4 Stages oder was ist. Wie lange ist das Spiel noch so in Content gesehen? Also ich weiß, es gibt noch diese komischen Sommer Hawaii Gedöns DLC. Eternity hat aber auch keine Lust gerade. Zwei, acht, drei, fünf. Gerade am Sterben das Internet. Ja, das habe ich mir gedacht, Logo. Ich 50% nach der 8-Bit habe. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie viele Stages ich in der 8-Bit hatte, Logo. Das weiß ich doch jetzt nach einem Monat nicht mehr. Du musst nochmal durch jede Stage und Dinge sammeln, dann kommst du und kommen noch vier dazu. Ich glaube nicht, dass ich dazu bereit bin, Logo. Eight-Bit waren 5-6 Stages. Also wir haben jetzt nochmal nach diesen Dingen um die 5 Stages und dann nochmal 4 Stages drauf, das heißt 9 Stages. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich das einfach versuchen, aber ein bisschen privat zu spielen. Nehmen das halt einfach dann privat auf. Und dann könnte man ja trotzdem noch ein Video draus machen. Weil so gesehen möchte ich jetzt nicht an einer oder zwei, maximal zwei Stages den ganzen Sonntag dranhängen. Ist mir so ein bisschen zuwider gerade. Mal überlegen, was haben wir denn noch so
Also SAO haben wir für heute uns rausgenommen, weil ich das hier eigentlich fertig spielen wollte. Surprise, es ist fertig. Nicht auf der positiven Weise, aber yay, I guess. Persona müsste ich grinden. Imagine müsste ich grinden. Weil ich kam ja nicht zum Spielen den letzten Monat. Atlas Fallen können wir spielen. Genau, wir könnten noch. Obwohl, es ist auch schon wieder 17 Uhr. Ich weiß nicht, wie lange ich noch spielen möchte heute. Ich habe Frühschicht morgen. Xenoblade würde ich erst wieder, glaube ich, würde ich in einem Tag für machen, weil Xenoblade ist halt, da spiele ich gerne 4 Stunden am Stück, wenn ich das mal spiele. Ja. Ja, nee, wie gesagt, das lohnt sich nicht mehr. Also, lohnt tut sich das auch schon, aber ich bin nicht bereit, mich hier durchzusterben, ehrlich gesagt. Sekunde. Ich muss mein Deckel wieder hochziehen hier. So. Okay, also. Ich frag mich gerade, worauf ich Lust habe. Also abseits von dem hier, was ich gerade quasi abbreche. Bei mir als Freak selbst. Das ist ein Handyspiel. Diablo 4 werde ich nicht weiter spielen. Wenn, dann tue ich das privat grinden und falls ich da irgendwie noch auf Level 80 komme, würde ich den Überboss machen. Aber Story von Diablo 4 Season 1 ist durch. Da werden wir uns dann die Story von Season 2 im Oktober angucken. Near Reincarnation hätte ich für 5 Minuten ein Event. Was gerade raus ist, aber Hauptstory, es geht noch nicht weiter. 404 müsste ich mit Translator arbeiten. Genauso wie Akatsuki no Kiseki. SS14, weiß ich nicht, ob ich das jetzt gerade spielen möchte. Na gut. So, damit breche ich das jetzt mal ab hier. Ja, an für sich gutes Spiel, aber ich bin zu schlecht dafür. Ich probiere es noch mal ein bisschen privat weiterzuspielen, aber ich werde dann Sea of Stars dann halt ohne den Kontext von diesen einen Ruine, die hier irgendwo im Spiel sein soll und dessen Lore spielen müssen. Weil ich spiele eigentlich Spiele, um Spaß zu haben, nicht um mich. Ich brauche diese ganze Challenge-Nummer nicht. Und wenn ich sie habe, dann muss das halt auch realistisch für mich durchgehen. Hier zum Beispiel der Boss, der 8-Bit-Boss. War okay. Da musste ich einfach nur die Pattern machen und ist gut. Hier, die Stage muss ich jetzt auch alle Pattern machen. Ein Ding nach dem anderen halt so, ne? Deswegen, nee. Nee.